Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau des 9. Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, fangen wir mit dem Spiel am Freitagabend um 20:30 Uhr, und zwar empfängt da der erste FSV Mainz 05 Borussia Dortmund. Ja, dieses Duell gab es bislang 18 Mal. Dreimal hat Mainz gewonnen, sechsmal gab es ein Unentschieden und neunmal hat Dortmund gewonnen. Ja, und die Bilanz in Mainz: bei 9 Spielen gab es 3 Siege für die Mainzer, 2 Unentschieden und 4 Siege für Dortmund. Ja, jetzt nach der Länderspielpause geht es wieder weiter in der Liga. Ja, die Dortmunder zuletzt vor der Länderspielpause, ja, war nicht so gut in Form. Ja, mussten eine bittere Niederlage gegen die Bayern einstecken mit 1:5. Auf der anderen Seite, die Mainzer konnten in Darmstadt 3 wichtige Punkte holen und stehen eigentlich in der Tabelle jetzt sehr gut da. Und ja, die Dortmunder dürfen da den Anschluss an die Bayern nicht verlieren. Deswegen, ja, müssen sie hier eigentlich gewinnen. Für mich sind sie auch der Favorit. Ja, auch wenn die letzten Spiele nicht so gut waren. Und ja, ich denke, es wird ein knappes Spiel. Es ist dies die Rückkehr von Trainer Thomas Tuchel, ja, an seinen vorherigen Arbeitgeber, an die bei den Mainzern. War ja zuvor Trainer, sicherlich ein, ja, besonderes Spiel für ihn. Aber ich denke, die Dortmunder werden dieses Spiel gewinnen, und zwar tippe ich auf ein 2:1 für Dortmund. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Samstag um 15:30 Uhr. Ja, und zwar empfängt da Schalke 04 Hertha BSC. Dieses Duell gab es bislang 78 Mal. 36 Mal hat Schalke gewonnen, 14 Mal gab es ein Unentschieden und 28 Mal hat die Hertha gewonnen. Ja, und die Bilanz in Gelsenkirchen: bei 39 Spielen gab es 24 Siege für die Schalker, 9 Unentschieden und 6 Siege für die Berliner. Ja, Hertha BSC, muss man sagen, wirklich sehr gut in die Liga gestartet, jetzt mit 14 Punkten aus den ersten 8 Spielen. Auch die Schalker immerhin auf den dritten Platz. Also das ist eigentlich von den Platzierungen her ein Spitzenspiel, also der dritte gegen den vierten. Und ja, beide sind zurzeit wirklich gut drauf. Ich denke, wir können hier ein sehr interessantes Spiel erwarten. Trotzdem, ja, muss ich sagen, sind die Schalker zu Hause der Favorit. Und deswegen, ich tippe hier mal auf einen 3:1-Sieg für den FC Schalke 04. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Duell, und zwar zu Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Ja, dieses Duell gab es bislang 109 Mal. 27 Mal hat Werder gewonnen, 26 Mal gab es ein Unentschieden und 56 Mal haben die Bayern gewonnen. Ja, und die Bilanz in Bremen: bei 55 Spielen gab es 20 Siege für die Bremer, 14 Unentschieden und 21 Siege für die Bayern. Ja, die Bayern sind zurzeit das Maß aller Dinge, haben ja alle ihre 8 Spiele souverän gewonnen. Und auf der anderen Seite, Werder Bremen ist ja zuletzt nicht so gut in Form gewesen, mussten sogar gegen Hannover eine Schlappe einstecken und sind hier natürlich der ganz klare Außenseiter. Es würde mich auch sehr überraschen, wenn die Bremer hier ja hier eine Überraschung schaffen, und ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Dazu sind die Bayern einfach zu gut und Werder Bremen ist zurzeit einfach nicht in Form, und ich glaube auch nicht, dass die Länderspielpause da etwas bewirkt hat. Deswegen tippe ich hier auf einen klaren 3:0-Sieg für die Bayern. Ja, gehen weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu HSV gegen Leverkusen. Ja, dieses Duell gab es bislang 76 Mal. 29 Mal hat der HSV gewonnen, 19 Mal gab es ein Unentschieden und 28 Mal hat Leverkusen gewonnen. Ja, und die Bilanz in Hamburg: bei 38 Spielen gab es 17 Siege für die Hamburger, 11 Unentschieden und 10 Siege für Leverkusen. Ja, die Leverkusener haben sich sicherlich mehr erwartet, sind zurzeit auf den 7. Platz. Auf der anderen Seite, der HSV steht eigentlich ja gut im Mittelfeld da mit 10 Punkten. Ist auf alle Fälle auch besser als in der letzten Saison, muss man sagen. Trotzdem denke ich, sind die Leverkusen ja doch leichter Favorit, auch ja, wenn sie sich ja in den letzten Spielen nicht wirklich leicht getan haben, muss ich sagen, sehe ich die Leverkusen hier leicht vorne. Ich denke, es wird sicherlich ein enges Spiel, und deswegen tippe ich hier mal auf einen knappen 1:0 Auswärtssieg für die Leverkusener. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, und zwar zu Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja, dieses Duell gab es bislang 15 Mal. 8 Mal hat Wolfsburg gewonnen, 3 Mal gab es ein Unentschieden und 4 Mal hat Hoffenheim gewonnen. Ja, und die Bilanz in Wolfsburg: bei 7 Spielen gab es 4 Siege für die Wolfsburger, 2 Unentschieden und nur ein einziges Mal haben die Hoffenheimer in Wolfsburg 3 Punkte holen können.
Ja, die Wolfsburger, muss man sagen, zuletzt sind auch etwas ins Straucheln geraten. Ja, mussten eine Niederlage in Gladbach einstecken und ja, auch gegen die Bayern hat man deutlich verloren. Deswegen, ja, befindet man sich zurzeit nur im Mittelfeld der Tabelle wieder. Auf der anderen Seite die Hoffenheimer nach einem sehr schlechten Start. Ja, ist man zuletzt wieder ja, besser geworden, konnte immerhin ein Unentschieden gegen die Stuttgarter dann holen. Ja, man muss sagen, ja, sie haben natürlich einen schweren Spielplan gehabt zu Beginn mit Leverkusen und auch die Bayern und Dortmund. Aber ich glaube, die Hoffenheimer sind auf alle Fälle ja auf dem Weg nach oben. Ich denke, dass sie nicht lange da jetzt unten gegen den Abstieg spielen werden. Aber mit Wolfsburg ist natürlich ein Gegner. Ja, die Wolfsburger wollen natürlich ja, sich für die schlechten Leistungen in den letzten Runden rehabilitieren. Und sie spielen so aus und deswegen sehe ich die Wolfsburger knapp vorne und ich tippe mal auf einen 2:1 Heimsieg für Wolfsburg. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar der FC Augsburg empfängt den SV Darmstadt. Ja, dieses Duell gab es schon 28 Mal. 13 Mal hat Augsburg gewonnen, 5 Mal gab es einen Unentschieden und 10 Mal hat Darmstadt gewonnen. Und die Bilanz in Augsburg bei 14 Spielen gab es 6 Siege für die Augsburger, 4 Unentschieden und 4 Siege für Darmstadt. Ja, muss sagen, Darmstadt, der Aufsteiger, bis jetzt eigentlich sehr gut in die Liga gestartet. Ja, mit 10 Punkten aus den ersten 8 Spielen können sie sicherlich zufrieden sein, sind im Mittelfeld der Tabelle und haben es ihren Gegnern bislang immer sehr schwer gemacht. Und ja, auch für den FC Augsburg wird es nicht leicht. Die Augsburger zurzeit auf dem Relegationsplatz sind eigentlich unter Zugzwang. Sie müssen hier dieses Spiel gewinnen, wenn sie da nicht weiter unten ja, im Abstiegskampf stecken wollen. Deswegen sind hier eigentlich 3 Punkte für die Augsburger Pflicht. Aber wie schon gesagt, die Darmstädter haben es bis jetzt fast jeden Gegner bis auf die Bayern wirklich sehr schwer gemacht. Und mit ihrer Spielweise, mit ihrer sehr defensiven, denke ich, wird da auch die Augsburger, ja, die werden da Probleme bekommen, denke ich. Und trotzdem glaube ich, dass die Augsburger, ja, die haben zuletzt wirklich eigentlich ja, sehr gut gespielt. Deswegen sehe ich die Augsburger leicht vorne, aber wie gesagt, es wird sehr schwer. Es werden, glaube ich, nicht viele Tore fallen, denn Darmstadt steht defensiv doch sehr gut und ich tippe hier mal auf einen knappen 1:0 Heimsieg für den FC Augsburg. Ja, kommen wir dann zum Spiel am Samstagabend um 18:30 Uhr und zwar empfängt der Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach. Ja, dieses Duell gab es bislang 88 Mal. 34 Mal hat Frankfurt gewonnen, 23 Mal gab es ein Unentschieden und 31 Mal hat Gladbach gewonnen. Ja, und die Bilanz in Frankfurt bei 44 Spielen gab es 23 Siege für die Frankfurter, 10 Unentschieden und 11 Siege für Gladbach. Ja, die Gladbacher jetzt, nachdem Trainer Lucien Favre weg ist, konnte man 3 Siege in Folge feiern und will jetzt natürlich hier auswärts in Frankfurt gleich wieder nachlegen. Ja, die Frankfurter haben bis jetzt auch genauso viele Punkte wie die Gladbacher, nämlich 9. Also beide ja doch da im Mittelfeld der Tabelle und der Sieger kann sich ja auf alle Fälle weiter nach oben orientieren. Ja, die letzten Spiele hat Gladbach wirklich wieder sehr gut gespielt, so wie sie in der letzten Saison auch getan haben. Ich bin schon überzeugt, dass sie es auch trotz der Länderspielpause, dass sie da weiter anknüpfen können. Aber trotzdem glaube ich auch, dass die Frankfurter zu Hause nicht so leicht zu besiegen sind. Ja, deswegen tippe ich hier mal auf ein Unentschieden und ich sage, das Spiel endet mit einem 1:1. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, das da stattfindet dann am Sonntag um 15:30 Uhr und zwar empfängt da der 1. FC Köln Hannover 96. Ja, dieses Duell gab es bislang 49 Mal, 20 Mal haben die Kölner gewonnen, 7 Mal gab es ein Unentschieden und 22 Mal hat Hannover gewonnen. Und die Bilanz in Köln bei 24 Spielen gab es 14 Siege für die Kölner, 3 Unentschieden und 7 Siege für Hannover. Ja, die Kölner sind auch sehr gut in die Saison gestartet, jetzt mit 14 Punkten. Jetzt empfangen sie die Hannoveraner, die zurzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, auf dem 17. Platz. Aber muss auch sagen, Hannover, ja, zuletzt konnte man immerhin den ersten Saisonsieg feiern gegen Werder Bremen und es ist doch ein Aufwärtstrend erkennbar. Deswegen wird Trainer Michael Fornzek vorerst bleiben. Ja, und ich muss sagen, die Hannoveraner haben wirklich in den letzten Spielen sehr gut gespielt. Die Kölner sind ja natürlich der klare Favorit, sie spielen zu Hause und sind in der Tabelle weit vorne. Dennoch glaube ich, dass ja, diese Favoritenrolle den Kölner nicht so, dass sie damit nicht so gut umgehen können. Und ich traue hier den Hannoveranern einen Punkt zu und deswegen sage ich, dieses Spiel endet mit einem 0:0 Unentschieden.
Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel an diesem 9. Spieltag. Und zwar empfängt der VfB Stuttgart den FC Ingolstadt. Ja, dieses Duell ist eine Premiere, denn diese beiden Mannschaften haben noch nie gegeneinander gespielt. Ja, die Stuttgarter Tabellenletzter zurzeit mit nur 4 Punkten. Aber ich habe es schon immer wieder erwähnt, für mich die Stuttgarter eigentlich zu Unrecht auf den letzten Platz, denn auch in den meisten Niederlagen, die sie erlitten haben, haben sie eigentlich sehr gut gespielt und sind eigentlich mehr an ihrer schlechten Chancenauswertung und teilweise auch an der Disziplinlosigkeit gescheitert. Und wenn sie diese Sachen abstellen können, ja, glaube ich, dass die Stuttgarter wieder weiter nach oben kommen werden. Auf der anderen Seite die Ingolstädter, ja, neben Darmstadt wirklich auch der zweite Aufsteiger, wirklich sehr gut mit 14 Punkten aus den ersten 8 Spielen. Das ist wirklich sehr stark. Was auffällend ist, die Ingolstädter sind auswärts um einiges stärker. Denn ja, auswärts haben sie bisher jetzt alles gewonnen und zu Hause hatten sie da so ja ihre Probleme. Aber auswärts, vor allem auch defensiv, stehen sie sehr gut, haben mit Ramazan Özcan einen sehr starken Torhüter. Und das wird nicht leicht für die Stuttgarter. Ich habe schon angesprochen, für mich die Stuttgarter zu Unrecht da unten und ich glaube, sie werden von da unten rauskommen. Ich denke, es wird nicht leicht gegen den FC Ingolstadt. Sie werden sicher defensiv wieder sehr gut stehen, aber ich glaube, diesmal werden die Ingolstädter das erste Mal auswärts verlieren. Denn ich tippe hier auf einen 1:0 Heimsieg für den VfB Stuttgart. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu diesem 9. Spieltag in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was tippt ihr? Ja, wie glaubt ihr, werden diese Spiele ausgehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.